Enzo Schiefer und Sammer, das Paar, das wir Ihnen schon angekündigt haben. Emmers. Elmer sehr gut postiert gegen Nilis. Passt auch gut zu ihm, glaube ich, Kalle. Helmer zu Nilis. Nilis ein relativ beweglicher Mann, eigentlich maßgeschneidert für Helmer und Kohler eher für den sperrigen Weber. Ja, der Thomas Brent, ich habe gestern mit ihm gesprochen, der ist jetzt froh, dass er reingekommen ist. Der hatte damit gerechnet, gegen Südkorea schon zu spielen. Ist dann in der letzten Sekunde noch aus der Mannschaft rausgeflogen, war es denn des Wortes. Der will hier heute zeigen, was Sache ist. Thomas Hessler. Gut gespielt auf Völler, das wär's, Rudi Völler, Tor! Allein das Schaumstoffpolster hat sich schon gelohnt. Matthäus spitzelt den Ball auf Völler und Rudi Völler, ausgerechnet Völler mit dem Böller zum 1:0. Toll gespielt von Matthäus Völler, prima angenommen, schlecht postiert Philipp Albert. Nicht im Abseits, Rudi Völler. Ja, vor allem, wie er es gemacht hat, dass da die ganze Erfahrung ausgespielt hat, ihn angelupft, nicht geknallt. Oh, das ist ein Tor, das einem, auch als Reporter muss ich sagen, wirklich Gefühle vermittelt, wie bei vielen anderen Torschützen nicht, das muss ich ganz ehrlich zugeben, denn was haben Sie nicht alles schon gesagt? Warum hat er sich noch mal geschunden, der Rudi Völler, für diese Weltmeisterschaft? Das hätte er doch besser bleiben sollen. Und jetzt macht er das Tor. Die graue Eminenz, ein bisschen nachgeholfen, erblondet bei dieser Weltmeisterschaft, hat Deutschland in Führung gebracht. Und vielleicht gleich noch mal. Donnerwetter, was macht der Rudi für einen Anfang in diesem Spiel? Vor allem, es ist die ganze Taktik der Belgier jetzt schon am Anfang über den Haufen geworfen worden. Die wollten defensiv spielen. Wir werden jetzt gezwungen, ganz einfach in die Offensive gehen zu müssen. Und das wird den Deutschen Kontermöglichkeiten geben. Das wird wieder dem Jürgen Klinsmann sehr entgegenkommen. Enzo Schiefer, Bad Freistoß. Positionen genau markiert. Kohler bei Weber. Die langen mit vorne, vor allem auf Grün müssen sie aufpassen. Hier ist er! Und Ausgangstreffer durch Schorsch Grün. Sammers verschrien. Bei fast allen Spielen bisher der Belgier. Schorsch Grün bei Eckbällen und Freistößen mit vorne. Bisher immer der Vorlagengeber, wenn ich da an die letzten Treffer denke. Vor allem an das Tor gegen Holland. Und solche Schnitzer in der Hintermannschaft. Rudi Völler, den wir eben noch gelobt haben, in diesem Falle als Aushilfskellner in der Abwehr, sehr unglücklich agierend. Er köpft Buchwald an und von dort springt der Ball genau vor die Füße von Grün und der nützt das Billardspiel der Deutschen aus. Tja, eben haben wir noch gejubelt, jetzt sind wir schon wieder traurig. Aber das ist ein Auftakt, rauf und runter auf der Gefühlsskala 1:1. Martin Wagner. Hessler könnte ihn gleich wieder schicken. Aber über diese Seite, Kalle, müsste was gehen heute. Gegen Marc Emmers, den wir eben noch mal gesehen haben. Ja, Emmers hat seine Qualität in der Offensive, ist ein guter Techniker. Aber der wird Probleme haben, wenn er in die Läufe rein muss mit Wagner, der sehr schnell ist.
Ja, das Tor nochmal. Schifo, da hilft der Rudi Völler hinten aus, weil sie wussten, auf Grün müssen sie aufpassen. Der gab die Kopfballvorlage beim 1:0 gegen Holland auf Albert nach einem Eckball. Das macht er immer so. Völler war mit zurückgegangen und köpft so unglücklich Buchwald an, dass der Ball ein Geschenk für Grün wird. Schifo am Ball nach wie vor. Eine Augenweide. Und immer wieder Wagner über links. Albert. Van der Elst, gut attackiert von Hessler. Völler, beiden Treffern beteiligt. Gut gespielt von Klinsmann. Völler, Klinsmann, Tor! Wie in alten Zeiten, Völler und Klinsmann. Italia 90 lässt grüßen und Michel Preud'homme bläst die Backen auf. Das hätte er denen nicht mehr zugetraut. Viele bei uns auch nicht. Aber glücklicherweise, sie können es noch. Völler, Klinsmann. Und Jürgen Klinsmann, der Superstar der Deutschen, trifft nicht nur das Netz, sondern sämtliche Flaschen, die daneben postiert waren. Vor allem, er hat ihn voll getroffen mit seinem schwachen linken Fuß, eigentlich Vollspann. Mit dem hat er schon oft Bälle verzogen. Hier hat er ihn super getroffen. Das war wie beim Kegel. Schauen Sie nochmal genau hin. Batsch! 2:1 für Deutschland und das Soldier Field werden sie bald in Klinzi Field umtaufen. Klinsmann macht mit Albert in dieser Szene, was er will. Und da ist Albert jetzt frei. Weber. Aber nicht schlecht. Wirkt zwar ein bisschen ungelenk und bullig, aber verlud schon gleich zu Beginn zwei Deutsche. Sehen Sie hier. Und verschafft sich freie Schussposition. Josip Weber. Torjäger in der belgischen Meisterschaft. Noch nicht treffsicher bei dieser WM. Spiel von Helmer auf Berthold. Ist im Risiko mit den Begriffen. Rudi Völler ging übrigens gerade mal zur Seitenlinie. Hat sich einen Schwamm geholt. Offensichtlich doch härter getroffen bei diesem Freistoß, der ihm da ins Gesicht geknallt wurde. Herausgeholt, Martin Wagner. Das ist eine gefährliche Entfernung, 20 Meter. Und Lothar Matthäus kommt zur Seitenlinie, sollten wir nach der Zeitlupe unbedingt mal zeigen. Kommt zur Seitenlinie zu Berti Vogts. Das entscheidende Gespräch. Was machen wir? Macht er weiter oder kommt Andi Brehme als Libero? Schauen wir zunächst mal auf den Freistoß. Matthäus bleibt drin. Toll gemacht von Hessler. Aber auch wie die deutschen Spieler wieder miteinander kommunizieren und umgehen. Alle Streitereien scheinen vergessen. Mannschaftsklima deutlich verbessert, auch im kommunikativen Bereich.
Also gegen Correa klappte das ja mit den Freistößen in der ersten Halbzeit von der rechten Seite mit Thomas Hessler sehr gut. Vielleicht auch jetzt. Klinsmann. Fast. Belgische Innenverteidigung hat ihre Gegenspieler überhaupt nicht im Griff. Und hier völlig unbedingt zum Kopfball. Klinsmann, wie ein Kreisläufer am Elfmeterpunkt. Kreisläufer im Handball. Und Völler! Tor! Der Star des Spiels Deutschlands gegen Belgien ist eine Dame, meine Damen und Herren. Tante Käthe, Rudi Völler, sein Spitzname mannschaftsintern. Sein Spiel. Das große Comeback des Rudi Völler. Wer hätte an das noch geglaubt? Wir haben es ihm alle gewünscht und gegönnt. Und wie er seine Tore heute macht, in allen Variationen. Raffiniert, clever, einfach Völler. Hervorragend gestoppt von Jürgen Kohler. Berthold hat mehr und mehr freien Raum, über die rechte Seite zu marschieren in der zweiten Halbzeit. Zauber Klinsmann, Augenweide! Dieses Zusammenspiel hätte wirklich ein Tor verdient. Schönste Aktion der zweiten Halbzeit bisher. Doppelter Doppelpass. Matthias Sammer, Jürgen Klinsmann. Schauen wir uns gerne nochmal an. Hat auch technisch perfekt getroffen. Allerdings auch eine super Parade von Prudon. Das war einer dritten Stürmer. Oder irgendwas im Mittelfeld machen müssen. Da sind sie zwar nominell schon überlegen, aber qualitativ auf jeden Fall unterlegen. Völler! Jetzt fängt er auch noch an zu zaubern, bietet sich sofort wieder an. Und Sammer. Klinsmann, toller Spielzug! Aber die zwei Spielzüge, die wir jetzt in dieser zweiten Halbzeit gesehen haben, waren qualitativ auch mit das Beste, was wir von der deutschen Mannschaft bisher bei dieser Weltmeisterschaft gesehen haben. Sammer, Klinsmann. Vor allen Dingen im vollen Lauf den Jürgen Klinsmann da freigespielt. Also der Sammer für mich. I-Tüpfelchen wäre gewesen, er lupft ihn jetzt in dieser Szene. Hätte der Rudi stehen müssen. Aber wie er arbeitet im 16-Meter-Raum, der Rudi Völler, Hände ausgestellt, wie er rudert, wie er werkelt. Man merkt, er hat wieder Freude und Lust am Fußballspielen, die ihm schon ein bisschen abhanden gekommen zu sein schien. Ich glaube, er war noch ein bisschen frustriert, ganz einfach, weil er in den ersten Spielen nicht von Anfang an gespielt hat und nur gegen die Spanier da ein paar Minuten ran durfte. Der wollte zeigen, was er kann. Es ist keine Frage des Alters, sondern ganz einfach eine Frage, dass man sich ja auch noch beweisen will. Kriegt der Helmer den noch? Elfmeter. Oh, haben wir Glück gehabt. Da haben wir Glück gehabt. Da hat der Thomas Helmer, verstehen Sie es richtig, meine Damen und Herren, in dem Anführungszeichen richtigen Moment ein für den Schiedsrichter und zum Glück unsichtbares Foulspiel begangen gegen Josip Weber. Also den hätte er pfeifen müssen, sage ich mal ohne Wiederholung. Auch auf die Gefahr hin, dann böse auf die Schnauze zu fallen, wenn ich die Zeitlupe sehe. Ja, die Reaktion der Belger war eindeutig. Die haben den Schiedsrichter mit 6-7 Mann verfolgt.
So, jetzt schauen wir hin. Weber. Da kommt der Helmer. Aus dieser Perspektive nicht so gut zu sehen wie aus unserer. Doch heute spielen die Roten Teufel in Weiß. Wenn ich daran denke, Wagner, Breme, Kunz. Da ist der Nächste, Kunz. Macht der Kunz ein Tor? Muss er eigentlich machen. Hat er so gut vorher gemacht, Mensch. Ausgespielt, gezögert, aber dieser Prudhomme ist natürlich auch ein sehr erfahrener Torwart. Der hat sich nicht ausgucken lassen. Weber. Aber mit zunehmender Spieldauer. Nachdem er ein, zwei gute Szenen in der ersten Halbzeit hatte, hat ihn Jürgen Kohler mehr und mehr abgekocht. Und dann macht er so einen Fehlpass. Stefan Kunz. In letzter Sekunde die Torjägerqualitäten, die er ja in der letzten Bundesliga-Saison nachdrücklich unter Beweis stellte, außen vor gelassen. Aber wie war das mit den Teufeln? Die Lauterer auf dem Feld sind die eigentlichen roten Teufel heute und nicht die Belgier. Aber auch das sicher geschickt von Berti Vogts. Hält damit auch Kunz bei Laune mit diesem Kurzeinsatz. Albert, gut gemacht. Sehr schönes Tor. Philipp Albert. 87 Minuten, ein absoluter Flop. Aber wie er dieses Tor gemacht hat, war klasse. Nur noch 3:2, alle rechneten mit einem Abspiel und er tupfte den Ball nur kurz an zwei deutschen Spielern vorbei und hat ihn sich selbst vorgelegt. A la Bonheur. So, jetzt rechnen sie mit einem Pass, legt dann sich nur kurz vor. Kohler damit auch ausgetrickst. Also ich hoffe ja nicht, dass wir noch zittern müssen. Bin ich mal gespannt, wie der lange der Spieler lässt. Fast anderthalb Minuten schon drüber. Jetzt kommt der Prudhomme nach vorne. Prudhomme kommt vor, der belgische Torwart. Toll eingefangen von unserer Kamera. Wunderbar. Prudhomme am Elfmeterpunkt. Der Keeper ist vorne. Da haben sie ihn wieder. Das wäre ein Ding gewesen. Das hat Bayern München schon mal erlebt. Kam der Torwart von Mönchengladbach nach vorne. Letzte Minute 2:2 Ausgleich. Am gefährlichsten sind sie, wie in allen Spielen bisher, vor allem gegen Holland. Bei Standardsituationen, kopfballstarke Abwehrspieler mit vorne. Wenn nichts mehr hilft, auch noch der Torwart. Rötlisberger schaut zur Uhr. 47 Minuten, aber ist normal, wissen wir ja. Spiel dauert 90 Minuten bei dieser WM, fast jedes 95 Minimum. Plötzlich geht die Zitterpartie wieder los. Und Eckball und Prudhomme kommt wieder. Schauen wir mal mit der eigenen Kamera. Jetzt bleibt er stehen an der Mittellinie. Hat er gesehen, dass der Eckball blitzschnell ausgeführt werden wird und zog es dann doch vor, hinten zu bleiben. Der Keeper der Belgier, Michel Prudhomme.
Udo Hilgner schindet jede Sekunde. Traurig, dass sowas nochmal nötig ist als Stilmittel. Eigentlich hätten wir doch genügend gute Fußballer in den eigenen Reihen, um dieses Spiel nach Hause zu schaukeln. Bertol. Und Deutschland ist im Viertelfinale. Verdient, absolut verdient, auch wenn wir die letzten drei, vier Minuten nochmal zittern mussten.